Hallo, liebe Deutschlernende, ich bin's Marco von AuthenticGermanLearning.com und ich bin gerade gejoggt und ich fühle mich gerade sehr, sehr belebt, ja. Und jetzt wird es immer kälter, ja, es ist Herbst, die Blätter sind alle gefallen und es wird immer kälter und ich glaube, gerade weil es so kühl ist gerade, war mein morgendlicher Lauf noch viel lebendiger. Ja, also mein ganzer Körper wurde lebendig, nicht nur, weil ich gerannt bin, ja, sondern auch, weil es sehr kühl ist. Ja, es ist sehr kalt. Ja, es ist ein bisschen kalt, es ist nicht so kalt. Ja. Und deswegen will ich dir das auch ans Herz legen, ja. Wenn du deinen Tag so richtig mit voller Energie starten möchtest, ist mein Tipp für dich heute, meine Herausforderung für dich ist heute, geh rennen. Ja, jetzt gleich oder spätestens morgen früh, zieh dir deine Jogging-Schuhe an, und zieh dir ein T-Shirt an und am besten eigentlich auch noch ein Pullover. Vielleicht bin ich zu schlecht angezogen für die Temperaturen. Nee, also ich möchte nicht, dass du krank wirst. Das wäre schade, wenn jetzt alle Authentic German Learning Fans krank werden würden. Nein, aber zieh dir was Ausreichendes an und geh raus joggen, auch wenn es kalt ist. Ja, auch wenn es kalt ist. Dein Körper hält es aus, wenigstens für ein paar Minuten. Und dann mach Schluss, wenn du denkst, dein Körper kann nicht mehr. Sprinte auch mal so richtig, also 100% geben. Oder 95%, 90% deiner Energie. Ja, so schnell zu laufen, wie du kannst. Ja, das belebt total. Und ich verspreche dir, du wirst einen ganz tollen Tag haben. Ja, der restliche Tag wird total super. Ja, also ich fühle mich jetzt so, als könnte ich Berge versetzen. Ja, also ich fühle mich jetzt voller Energie. Ja, es ist echt toll. Ich kann es nur empfehlen. Ja, ich fühle mich super. Sport ist gut. Ja, es gibt diesen Spruch, Sport ist Mord. Aber das stimmt nicht. Sport ist nicht Mord. Sport ist super. Sport ist ein Lebenselixier. Okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Sport machen und ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Tschüss!